Hi Leute, heute gibt es drei Gründe, warum du jedes Jahr mindestens einmal verreisen solltest. Ja, ich wollte euch heute einfach mal erzählen, warum es sinnvoll sein kann und euch drei Punkte, die da wirklich sinnvoll sind beim Reisen, an die Hand geben. So, warum es sinnvoll ist zu reisen. Ja, und zwar, ich bin nämlich gerade hier, falls ihr es nicht mitbekommen habt, im Dschungel bei Benjamin. Und im Moment zelte ich gerade. Eine Zeit lang war ich auch im Baumhaus. Schaut euch mal die anderen Videos an. Und ja, ihr seht schon, wenn man so verreist, ist einiges anders. Ich habe mir hier so eine Bank gebaut. Ich fand es nämlich jetzt cool, mit zu zelten, wie gesagt. Und ja, der erste Punkt ist auch schon, wie ihr seht, man macht einfach mal alles anders, ne? Wenn es nur so simple Sachen sind wie schlafen, Wasser holen, hier im Dschungel, man macht einfach alles anders. Ja. Und der Dalai Lama hat, glaube ich, auch mal gesagt sogar, wenn er es sogar sagt. Nee, Spaß. Du solltest einmal im Jahr verreisen, mindestens. Und es eröffnet einfach deinen Horizont. Jede Handbewegung, die sonst dein Körper einfach eingespeichert hat, jede simple Handbewegung, und sei es nur irgendwie einen Toaster runterzudrücken, sei es nur irgendwie, wie du ein Messer in die Hand nimmst. Du hast im Urlaub ein anderes Messer, du hast eine andere Tür, du hast andere Gewohnheiten. Und du musst alles wieder neu lernen und alles ein bisschen anders machen. Und dadurch gewinnst du einfach ganz neue Sichtweisen. Es bilden sich ganz neue Kanäle. Und ja, du lernst so viel dazu. Du bekommst neue Blickwinkel, neue Gedanken, es bilden sich neue Nervenbahnen. Das ist eben der erste Punkt. Das heißt, du machst alles neu. Alte Muster werden überdacht. Einfach durch den Abstand. So. Und Abstand ist dann auch der zweite Punkt. Also, du gewinnst einfach Abstand von deiner Vergangenheit. Zum Beispiel. Und jeder auf Reisen sieht dich neu, frisch, wie du jetzt gerade im Moment bist. Das heißt, wenn du jetzt auf einer Reise irgendjemanden begegnet, der weiß nicht, was du vor 10 Jahren gemacht hast. Wenn du irgendwo in deinem Dorf bist oder in deiner Heimat oder bei deiner Familie oder bei deiner Verwandtschaft oder bei jemandem, mit dem du im Verein aufgewachsen bist, bei einem Jugendkumpel, so, dann sieht er immer nur den kleinen Jungen, der gerade den Ball nicht auch richtig aufs Tor schießen kann. Der sieht immer nur das kleine Mädchen, das irgendwie die Tanzschritte nicht richtig hinbekommt. Sieht immer nur den kleinen Jungen, das kleine Mädchen, das kleine Kind in dir. Deine Mutter, deine Eltern, für die wirst du immer Kind bleiben. Die sehen dich immer als das, was du mal warst und nicht das, was du im Augenblick bist. Und genau das ist der Punkt. Das, was du gerade bist, sehen die Leute auf Reisen. Die lernen dich so kennen, in dem Moment, wie du gerade drauf bist. So. Du bist irgendwo, lernst jemanden kennen, der wird ganz erstaunt sein, wenn du über deine Vergangenheit erzählst. So. Und das ist eben der Punkt. Du kriegst eine ganz neue Sichtweise. Du kannst im Hier und Jetzt viel besser ankommen. In deiner gewohnten Umgebung sind ständig alte Muster, die sehr stark und prägnant sind, die dich immer wieder runterziehen und immer wieder einfach in diese alten Bahnen gleiten lassen. Also, wenn du was Neues beginnen möchtest und deinen Horizont erweitern möchtest, ist Reisen einfach das Beste, weil du wirklich neue Sichtweisen erkennst. Du bist im Moment, du bist viel mehr im Moment beim Reisen, weil, wie gesagt, jeder lernt dich neu kennen, so wie du jetzt gerade bist. Und als dritten Punkt ist dann einfach der Abstand
was ich auch schon gesagt habe, aber der Abstand jetzt bezogen auf das Räumliche, die Distanz. Du bist in der Vogelperspektive. Das ist wie wenn du irgendwo im Stau stehst in der Stadt. Ein Jammer, du hockst im Auto und denkst, oh, es geht nicht voran so. Wenn du irgendwo auf einem Hügel hockst, auf einem Berg, schön weit weg, dann denkst du dir, oh, wie lustig irgendwie. Da unten stehen die Autos, alles blinkt und leuchtet. Und es ist ein ganz nettes Spektakel anzuschauen. Mit ein bisschen Distanz, mit ein bisschen Abstand erscheinen dir Dinge, die vorher so wichtig und essentiell waren, plötzlich ja, in einem ganz... Hat die Linse verstellt. In einem ganz anderen Licht, in einem ganz anderen Rahmen. Und ja, es ist eben diese Vogelperspektive. Du erkennst mal wieder, wie nichtig und klein viele deiner Probleme sind. Durch die Vogelperspektive. Irgendwas, wo in deinem Kopf ist, was gar nicht existiert, wo du dir einfach nur Gedanken machst, was vermutlich in 99% der Fälle nicht eintreten wird. Oder was schon stattgefunden hat, das heißt gerade gar keine Realität ist. Deswegen leidest du. Und ja, den Abstand kannst du wieder gewinnen durch eine Vogelperspektive. Dadurch kommst du mal raus, ja, aus dem ganzen Stress oder Hektik, die du da eigentlich selber im Kopf machst. Sklave der eigenen Gedanken, so. Genau. Also das sind die drei Gründe. Einmal eine Vogelperspektive zu bekommen. Wie gesagt, rauszukommen, ein bisschen räumlichen Abstand zu gewinnen. Der zweite Punkt war Abstand auf geistiger Ebene zu deiner Vergangenheit zu bekommen. Die Vergangenheit wegzulassen, in den Moment zu kommen. Also Vogelperspektive, in den Moment kommen und gleichzeitig der erste Punkt, neue Muster, neue Nervenbahnen bilden, weil du alles neu machst. Du machst keinen Handgriff wie gewohnt, aus den gewohnten Mustern raus, aus den festgefahrenen Autobahnen, Gedankenautobahnen raus, ab in neue Muster und neue Dinge kennenlernen. Macht's gut, Leute. Schöne Grüße aus Sri Lanka.